Hallo, mein Name ist Amita Kazemi. Ich bin zugenannte Bürgerin im Ausschuss für Haushalt, Kultur und Sport im Bezirk Eimsbüttel. Hinter mir steht Ernst-Christian Schütt. Er ist unser kulturpolitischer Sprecher. Wir sind hier mitten im Grindelviertel, wo die Wanderausstellung zwischen Erfolg und Verfolgung jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach aufgestellt worden ist. Jüdische Athletinnen und Athleten wie die Fußballpioniere Walter Bensemann oder Julius Hirsch, die Leichtathletin und Rekordhalterin Lili Henoch und der Schachweltmeister Emanuel Lasker haben den deutschen Sport geprägt. In Zeiten der Demokratie wurden sie gefeiert, im NS-Staat wurden sie ausgegrenzt, verfolgt, ermordet und schließlich vergessen. Dass heute hier in Eimsbüttel im olympischen Jahr diese Athletinnen und Athleten gewürdigt werden, zeigt, jüdisches Leben hat Platz in unserer Mitte. Und wir wollen und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass es so bleibt. Die Ausstellung ist hier genau richtig. Wir sind ja hier auf dem ehemaligen Bornplatz, auf dem die große Hamburger Synagoge stand und neben unserer Josef-Karlebach-Schule und kann ich hier etwas erleben, was, glaube ich, unsere Kinder auch sehr motiviert und auch uns in der jüdischen Gemeinde, die jüdisches Leben ja wieder nach vorne bringen wollen, so stark es geht in Hamburg, nämlich sich zu motivieren, auch unter widrigen Umständen durchzuhalten, auch wenn es so aussieht, als würde nichts mehr gehen. Und ich glaube, da sind diese Sportstars, die wir hier sehen, große Vorbilder für uns. Es ist toll, dass es uns gelungen ist, diese Ausstellung in das Grindelviertel zu holen. Das Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg. Diese Ausstellung macht Kultur und Geschichte auch in Corona-Zeiten möglich. Und sie ist noch bis zum 17. Mai geöffnet. Und ich kann nur sagen, kommen Sie vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall.